Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play LA Noir. Ja, bevor wir anfangen, kurz zwei Sachen. Zum einen geht diese Folge nur 17 Minuten, weil wir bei der letzten überzogen haben. Zum anderen wollte ich mich entschuldigen. Ihr wisst ja, die letzten Folgen von gestern kamen erst heute früh nach Mitternacht. Ging leider wegen dem Internet nicht anders. Und ja, auf jeden Fall kommt heute die Folge. Morgen ist uns dann geplant zwei. Das was wäre bei Mittelerde und Let's Play El Noir. Ihr wisst ja, die nächste Teil des Abo-Specials wird auch kommen. Aber ich habe es ja gestern schon erwähnt. Ich weiß halt nur nicht, ob heute, ob morgen oder erst im Laufe der Woche. Da müssen wir halt sehen. Ja, beim letzten Mal bei LA Noir haben wir, wie schon der Name des Parts verrät, die Wohnung von der Familie Black uns unter die Lupe genommen. Wir haben die Margaret Black verhört, einiges Interessantes erfahren, auch viele interessante Hinweise gefunden. Zum Beispiel, dass es keine glückliche Ehe war, dass er ihr auf jeden Fall fremdgegangen ist, vielleicht sie verlassen wollte. Und wir wissen den Ort der Kavanaugh Bar. Außerdem haben wir einen Straßenverbrecher aufgeklärt von einem Drugstore, von einer Apotheke, wo ein Süchtiger Medikamente holen wollte. Und ja, ich werde jetzt als erstes nochmal zum Haus der Familie Black. Wahrscheinlich fehlt da noch ein Hinweis. Hier ist die Bar von Kavanaugh. Und danach machen wir vielleicht diese Straßenverbrechen. Hier aber zuerst fahren wir hier nochmal hin. Ich lasse auch unseren Kollegen fahren. Einfach weil es schneller geht und wir jetzt heute weniger Zeit haben. Weil ja, es gab da noch Hinweismusik und der Ort war im Notizbuch nicht durchgestrichen. Ich glaube, wir haben doch einen Hinweis übersehen. Den wollte ich noch schnell holen. Wir haben auch ein neues Outfit bekommen, den Kreuzritter. Den würde ich natürlich auch kurz anschauen wollen. Der Meisterschütze. Wunderknabe. Kreuzritter. Denn nachts ist die Stadt der Engel viel gefährlicher. Hat ja ein bisschen was von Batman, naja. Aber wir bleiben weiterhin bei Wunderknabe erstmal. So, sehr gut. Dann gehen wir hier rein. You can drive. Du fährst. Wie gesagt, er ist einfach schneller. Jesus, I'm glad to be out of there. Mr. and Mrs. Black don't seem to have the happiest home life. He's too scared to divorce her and she's too much of a shrinking violet to throw him out. If this hadn't happened, they could have stayed miserable together forever. I think she could have killed him. She sure as hell doesn't seem the type. Stranger things have happened. Okay, das erste Mal, dass es nicht sofort ein Teleport ging, wo er fährt. Also sie haben sich gerade nochmal unterhalten, Cole und Stefan. Wegen der Ehe, weil es einfach keine glückliche Ehe war. Er hatte nicht den Bumm, sie zu verlassen. Sie hatte nicht den Bumm, ihn rauszuwerfen. Und Cole hat gefragt, ob sie vielleicht ihn getötet haben könnte. Und laut unserem Partner sieht das nicht so aus, aber wer weiß. Ja, ganz sicher war ich bei der Mrs. Black ja auch nicht. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier nochmal rein. Weil hier bei Orten, es ist halt einfach noch nicht abgehakt. Es ist halt hier noch nicht abgehakt. Und hier bei Aufgaben steht halt auch noch das drin, Wohnsitz der Blacks untersuchen. Deswegen, ich glaube, irgendwas Kleines haben wir übersehen. Und deswegen will ich hier nochmal rein, ich hoffe, wir kommen nochmal rein. Denn die Margaret, und wird irgendwas Musik hier halt. Denn die Margaret wollte sich hinlegen. Die sitzt aber immer noch hinten. Ja, wir können einfach die Tür öffnen, ne? Wir wohnen jetzt hier. Sagt sie jetzt vielleicht was? Jetzt, wo wir wieder da sind. Na? Sie wird sich hinlegen. Ja, das wolltest du eigentlich schon, liebe Margaret. Also wir wohnen jetzt quasi hier. Das ist schön. Alles klar. Ich glaube, ich weiß auch, wo der Hinweis ist. Ich glaube, der ist hier auf dem Tisch. Denn hier ist ja die Zigarettenpackung. Also hier ist einmal das Scheidungsbriefchen und hier ist halt auch die Zigarettenpackung. Und ich glaube... die hatten wir öfters. Ich glaube, hier fehlte einfach noch was. Oder die Zeitung hatten wir ja auch. Mist, ich war mir jetzt sicher, dass da was gefehlt hat. Na, können wir nicht auswählen. Ich würde halt gerne auswählen. Nee. Aber irgendwas muss hier noch fehlen. Das ist nur die Zeitung, die kennen wir schon.
zurück. Wie gesagt, die kennen wir schon. Ich will es mir nicht ansehen. Haben wir schon gesehen beim letzten Mal. Ach Mist, ich dachte, es wäre halt daneben die Zigarettenpackung. Ja gut, was könnten wir dann übersehen haben? Wir haben ja jetzt 4 Intuitionspunkte. Vielleicht sollten wir... Wir kriegen auch beim nächsten Level-Up wieder einen. Und der ist fast... Vielleicht sollten wir auch wieder Intuition einsetzen. Hier ist halt, wie gesagt, die Musik noch. Was könnte hier noch sonst sein? Oder hier in der Küche. Vielleicht ist es irgendwas mit den Carbonex-Streichhölzern. Aber wir können halt mit denen nichts machen. Das war ja nur wichtig wegen der Adresse, aber ich weiß nicht. Irgendwas fehlt hier. Intuition auf I kann ich nicht drücken. Ach, das ist ja voll ärgerlich. Da geht's ja nur in Waschküche oder raus. Hier war die Rechnung. Beziehungsweise der Flyer, das kennen wir schon. Hier ist ja noch die Musik. Das kann nicht sein, dass hier nichts ist. Vielleicht hier mit dem Streichholz. Ich bin sicher, es hat noch was mit dem Briefchen zu tun, weil die haben ja, es sind ja 3 Stück. Aber ne, da steht nur die Adresse drin und die kennen wir ja mittlerweile. Also beziehungsweise, dass es halt von der Bar ist. Irgendwas muss hier noch sein. Da ist nur das Bild. Da ist das Zugticket. Wieso kann ich hier nicht mehr Intuition einsetzen? Wieso darf ich nicht? Ich darf keine Intuition benutzen. Wegen alle Hinweise anzeigen. Das wäre ganz geil. Weil beim letzten Mal war halt dann auch der Ort durchgestrichen. Ich meine, der Tatort ist ja auch durchgestrichen, der Güterbahnhof. Traps, traps, traps. Der Verkaufsgeh ist immer noch relativ laut irgendwie. Das war nur das Bild. What now? Let's go to Kavanaugh's Bar. If Adrian was a regular, we might be able to get a new angle down there. Ja, den Tipp kennen wir schon. War hier gerade irgendwas? Es ist ein bisschen blöd, dass wir jetzt den Intuitionspunkt nicht mehr benutzen können, weil wie gesagt, irgendwas muss hier noch sein und ich stecke schon wieder fest. Ich bin gerade schon wieder festgesteckt und kam nicht weg. Stefan, bitte aus dem Weg. Bitte. Wir haben doch weniger Zeit jetzt. Nerv mich. Ja, aber wir haben jetzt schon 7 Minuten verbraucht. Wir haben schon wieder noch 10 Minuten. Irgendwas muss hier sein. Ich glaube nicht daran, dass hier nichts mehr ist. Wir wissen, die Untersuchungsmusik hört erst auf, wenn wir was gefunden haben. Das kennen wir schon, das war nichts. Hier haben wir noch was stehen. Nicht alles hier ist relevant, dann ist das wahrscheinlich auch nicht wichtig. Hatten wir aber beim letzten Mal nicht. Da haben wir auch noch einen von diesen Ständern. Das ist, glaube ich, sehr optimistisch, Cole. Das ist, glaube ich, ein Kerzenständer. Vielleicht irgendwas hier, irgendein Bild, irgendwas Kleines, was man übersehen könnte. No good to me. Nicht gut für mich, ist also auch nicht wichtig. Das Flugzeug habe ich erstmal jetzt mal nicht gesehen. Seems irrelevant. Bestimmt irrelevant. Da ist auch noch so ein Flieger, okay. Wo ist denn das Ding? Ich verstehe das nicht. Irgendwas hier muss noch sein. Ich wäre mir sicher gewesen, dass es in der Küche ist, weil da halt die Zigarettenpackung ist, obwohl da halt auch die 3 Hölzer sind.
Hier steht auch irgendeine Dose rum und hier sind so Handschuhe, ne? Sehe ich auch gerade erst. Aber dann nimmt er nur das Briefchen. Und das Briefchen ist es ja nicht, das wissen wir schon. Das ärgert mich gerade, das kostet mich gerade Zeit. Geh doch aus dem Weg, lieber Partner. Der Partner nervt auch gerade ein bisschen. Hier ist es halt auch nur das hier. Und sonst nichts. Nein, da rein wollte ich gar nicht. Halt. Da war noch eine Lupe, aber vielleicht ist es auch das da vorne. Oder es ist doch was hier, aber das sind nur die beiden Sachen, die hatten wir letztes Mal schon. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe jetzt mal kurz auf P gedrückt, jetzt ist er gerade weggegangen. Das waren die beiden Sachen, die kennen wir schon. Das macht mich gerade ein bisschen irre. Ich meine, ich hoffe, das ist nicht sowas wie, man muss erst alle Hinweise finden, bevor man sie anspricht, weil sonst, das ist halt Autosave. Das ist halt Kacke. Ja, okay. Wisst ihr was, dann fahre ich jetzt wieder, wie gesagt, ich hätte gedacht, das wäre 1 von den 3 Papieren oder halt hier in der Küche, weil halt da auch die Zigarettenpackung liegt, aber ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Und Intuition, ich drücke auf I, es passiert einfach nichts. Und auch hier, wenn man auf Intuition geht, passiert ja auch nichts. Man kann es ja nicht benutzen. Finde ich gerade ein bisschen kacke, muss ich sagen. Naja, okay. Dann verschwinden wir wieder. Jetzt ist halt die Frage. Jetzt haben wir halt noch 6 Minuten. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt das nächste Straßenverbrechen noch. Und ja, weil die Bar dauert bestimmt länger. Das ist bestimmt mindestens ein Gespräch. Oder wir suchen noch nach Fahrzeugen. Nee, ich mache das nächste Straßenverbrechen noch und danach schauen wir mal, wie viel Zeit wir noch haben. Weil da gibt es ja ein Autosave. Da fährt er dann wieder hin. Das ist sehr ärgerlich, weil wie gesagt, die Hinweismusik spielte noch und so. Ich wette, jetzt ist der Ort immer noch nicht abgehakt. Ach, jetzt ist er abgehakt. Wohnsitz der Blacks. Das war gerade eben nicht der Fall. War es vielleicht doch eine von den Streichholzbriefchen? Weil jetzt vorher war das nicht abgehakt. Jetzt auf einmal ist es abgehakt. Das ist sehr merkwürdig. Haben wir hier einen neuen Hinweis drin? Nein. Alles wie vorher. Und die Personen sind auch immer noch nur die 4. Ja gut, wir holen uns ja gleich den 5. Intuitionspunkt, ne, weil wir halt wahrscheinlich gleich mit dem Straßenverbrechen den nächsten Rang erreichen. Ich hoffe, das klappt dann so gut wie das gestrige. You're behind the wheel. Und zur Bar gehen wir halt dann morgen. Und hier ist gerade ein bisschen Stau. Oh Jungs, Jungs, fahrt bitte. Oh bitte fahrt. Wir haben es eilig. Ich steig mal nochmal aus. Muss ich jetzt einsteigen, weil Bekowski zu doof ist? Wirklich? Ja. Da hupt ihr laut, aber ihr fahrt nicht weiter. Ihr seid clever. Hör bloß auf mit dem Hupen. Können wir nicht rein? Doch, wir rutschen einfach durch. Gibt es einen Grund, warum Bekowski das nicht tun konnte? Ich muss hier kurz wegfahren. So. Weil jetzt kann unser Partner einsteigen. Ja, keine Ahnung, was mit den Autos gerade los war. War, glaube ich, gerade wieder ein Bug. Jetzt kann er einsteigen. Das gerade eben war nötig. Das ist ein bisschen ätzend, aber ging gerade nicht anders. So, jetzt hat. Mal sehen, worum es in diesem Straßenverbrechen geht.
3 Minuten haben wir noch, das können wir schaffen. Es ist wieder ein Code 3, alles klar. Mal gucken, um was es heute geht. Interessante Gegend. Interessante Gegend hier. Okay, 4 Verdächtige. Interessant, bei einer Art Hotel. Schauen wir mal. Hoteldiebe. Es geht um einen bewaffneten Raubüberfall. 437 Egg Street. Ein Ruf von einem zu einem bewaffneten Raubüberfall im Bristol Hotel. Die Verdächtigen werden im Zusammenhang mit einer Reihe ähnlicher Verbrechen gesucht. Ah ja. Okay, also wir kennen die schon etwas länger. Und es sieht aus, als wäre es gleich da vorne. Es wäre toll, wie der Partner jetzt gerade nichts sagt. Und habt ihr es gesehen? Der wäre mir gerade wieder fast reingefahren. Go left. Ja, fahr links. Witzig. Ich habe keinen Bock, wieder in den Gegenverkehr zu rasen. Ich nehme an, hier links. Take the next left. Nächste links abbiegen. Wir fahren doch gerade weg davon. Ich steig mal aus. Wir fahren doch gerade in die andere Richtung. Wir müssen doch in die Richtung hier. Ja, ich gehe schon weg. Wir müssen doch in die Richtung her. Warum hat Bekowski uns gerade falsch gefühlt? Chains and Rings. Aha, Goldschmiede hier. Was man hier nicht alles findet. Ja, das ist doch hier. Hä? Das ist doch hier. Hier ist doch das gelbe Symbol. What do you think? Er sagt wieder nichts. Bei den Schadensverbrechen sagen irgendwie die Partner nie was. Ist vielleicht auf der anderen Seite. Hier war's. Sorry, Mister. It's just my hands are shaking. Shut up! Get the money in the bag! Yes. Yes, sir. Okay, da kommen wir jetzt an. Goddamn cops! Ja, es sind die Bullen. Hallo Schrotflinte übrigens. Verdächtige verfolgen. Ah, es ist wieder dunkel hier, es ist wieder toll. Wo sind die hin? Oh, dein scheiß Ernst? Sind die mit dem Auto gerade weggefahren? Worauf warten wir? Sind die mit dem Auto gerade weggefahren? Ja, sind sie. Okay, eine Autoverfolgungsjagd. Hatten wir noch nie bisher. Neues Auto gesammelt, aber das kam meine nächste Sorge. Was, die schießen aus dem... Welches Auto? Welches? Ich habe keine Ahnung, wo die hin sind. Ich fahre einfach mal geradeaus. Können wir schießen raus? Nee. Können wir fahren. Ja, wo müssen wir hin, lieber Kollege, lieber Partner? Also die Flucht mit einem Auto wäre dann eine Autoverfolgungsjagd, aber es ist ganz toll, wenn man nicht weiß, wohin. 437 Egg Street. Ja, das will ich ja haben. Ah, hier sieht man auch verschiedene Sachen, cool. Das war jetzt gerade die Legendentaste. Muss ich jetzt nochmal machen. Ich raff das nicht. Irgendwie... Ja, okay, wisst ihr was? Ich höre jetzt auf. Ja, ich höre jetzt auf, weil jetzt hätten wir eine Minute überzogen. Ich mache jetzt auf Beenden. Irgendwie raff ich das nicht. Ich will jetzt nur kurz gucken, ob was passiert ist. Wenn jetzt nichts passiert ist... Also halt wegen dem Raum, ne? Wegen dem nochmal reinschauen. Wenn das jetzt nicht passiert ist, dann mache ich es beim nächsten Mal nochmal. Wegen einer Minute werde ich jetzt natürlich nicht morgen die Folge ausfallen lassen. Deswegen machen wir jetzt kurz auf Fortsetzen. Der Fahrersitz. Ich wünsche aber auf jeden Fall schon mal, sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, keine Ahnung gerade eben. Die sind irgendwie im Auto weggefahren. Ich meine, wir haben gerade noch ein Auto gesammelt. Ich wollte ihn hinterher, aber ich wusste halt, hatte halt keine Ahnung, wohin die gefahren sind. Das ist ein bisschen... haben wir jetzt den Ort? Nein, wir haben den Ort nicht. Okay, dann...
Dann gehe ich vorm nächsten Mal noch in den Ort rein. Also gehe hier hin und mache dann bis zum nächsten Save. Wahrscheinlich fahre ich zur Bar oder vielleicht lasse ich dann auch in der Folge. Meist dann auch in der Folge. Ist halt ein bisschen scheiße, muss ich sagen. Na gut, war die Folge leider sinnlos. Trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, wegen dem Thema Spur, keine Ahnung, was das für ein Hinweis war. Aber jetzt war es durchgestrichen. Und wir sehen uns dann morgen wieder in normaler Länge. Ja, ich weiß, es wären jetzt 20 Minuten, aber ganz ehrlich, ich werde die morgige Folge nicht ausfallen lassen, weil ganz ehrlich, es ist quasi nichts passiert. Und ja, ihr wisst schon, was ich meine. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Freunde. Gehabt euch wohl.